Oh shit, was ist so ein Dom hier? Ist das Earth? Ist das Earth? Das ist das Schiff von Earth. Das ist unser kleiner Homie. Ima. Warte. Und selbstverständlich müssen wir ihn erstmal streicheln. Das ist das Erste, was wir tun. Kurz wieder reinkommen. Oh. Ima. Hola, Imui. Habe ich meinem Homie gesagt, dass ich hier stehen bleiben soll. Komm mit. Oh yeah. Achso. Trashwasser. Was? Können wir wohl weiter? So, ist dieses Wasser jetzt Trash? Achso, er will mir sagen, er kann nicht schwimmen. Bye. Ich dachte, es wäre Ekelwasser. Aber es ist kein Ekelwasser. Das Vieh kann einfach nicht schwimmen. Kann nur jumpen wie ein crazy ass Jumper. Kann ich diesen Stamm hier reinfeuern? Yes. Bonk. Krieg ich dich jetzt schon auch befördert? Nee. Okay. Einmal gedippt. Reicht das schon? Okay. So. Und dann gehen wir da oben hin und schmeißen wir das Ding runter. Jumpscare, holy shit. Swing und los geht's. Komm mit. Ich guck schon wieder die Javas durch die Gegend. Kommst du darüber? Dann bleib mal hier. Splish Splash. Okay, es riecht schon mehr nach verstecktem Schrein. Aber anscheinend ist meine Nase einfach nur nicht richtig justiert. Was löse ich jetzt mit diesen Nippeln hier aus? Kann ich ihn jetzt bewegen? Wie machen wir das denn? Olai. Was passiert, wenn ich das mache? Ach so, okay, alles klar, reicht schon. Cool. Dann gehen wir bitte wieder da hoch. Pamaki. Löst diesen. Ich nenne es jetzt einfach mal Finger aus.
Oh je. Yeah. Hola, Imui. Oh shit. Was geht ab, du Wurmhomie? Bye. Oha. Hallo. Zieh lange. What the hell? Habe ich ihn jetzt leer gepumpt, indem ich einen im Homie gezogen habe? Kann ich es auch leer pumpen, sodass er da durch kann? Schön voll machen. Nice. Bibliotisch. Okay. Nice. Dass das Tier aber reden kann. Hallo. Swing. Oh. Warte mal, wie war das? So. So. Hola. Ist da ein Schrein da oben? Dieser Vorsprung da sieht extrem nach einem Schrein aus. Aber ich habe keine Art und Weise, wie man... Kann man reloaden? Last Checkpoint. So. Was ist der Last Checkpoint? Nice! Okay. Okay, ich glaube, da kommen wir aber gar nicht rüber. Okay. Sieht nicht so aus, als wenn wir da hinkommen würden. Na gut, dann nicht. Dann spielen wir es wie normale Leute. Ohne uns Tomb Raider-mäßig das Genick zu brechen. Kann man nicht hin zu hier in den Fass machen? Was geht? Sollst du nicht streichen, dass die Bretter abziehen? Geht es nur von der anderen Seite? Ah, ich muss unten rum. Ja. Chillt er da jetzt? Sieht gut aus. Auch hier wieder. Secret Shrines sind am Rufen. Aha. Gamer Senses be tingling. Nice. Sieben von zehn. War der letzte nicht fünf von zehn? Oh, damn. Noch einen verpasst. Oha. Ich muss mal einen richtigen Schwing rausholen. Und wir das mit Laufen machen müssen. Damn. Massiv am Schwingen. Holy shit. Bam. Nice. Mal auf hier. Zack. Und komm mit. Oh, okay. Nice. Ich dachte, ich bricht sich über das Genick. So. So. Okay. Zack. Und wieder langziehen, das Ding. Boing. Glitschig. Eine glitschige Angelegenheit. Komm. Ich frage mich, ob es pro, ich sag jetzt mal ganz plump in Minecraft-Sprache, Biom, Minecraft-Sprache, als wenn es Biom nicht woanders auch noch geben würde, ob es pro Biom, also jetzt quasi in diesem Sumpf,
einen Schrein gibt. Ich weiß nicht, ob das hinkommt. Haben wir schon 7 Millionen gehabt? Ich glaube nicht. Oha. Können wir hier chillen? Nee, gleich mal. So. Nee, warte mal. War jetzt schon ein. Ah, ich muss kaputt machen, damit er da runterkommt. Ja. Gab's einen Sprint? Nee. Nee, chill da. Cool, wie die Kamera so schön flexibel rauszoomt. Wenn wir jetzt hier so ein Riesending hatten, das hatten wir bei den anderen Rätseln vorher auch schon. Rätseln. In gröberen Anführungszeichen. Schwing. Crazy Tomb Raider Vibes hier. Okay. Gibt es hier oben noch ein Secret? Nee. Überlebt. Zack. Dahin. Jetzt kannst du wieder dem Typen hier die Nase lang ziehen. Ich glaube, man kam doch auch so unten durch. Könnte ich jetzt auch das Wasser voller machen? Nee. Pump leer den Ofen. Das ist noch nicht leer. Kann er da drin stehen unten? Wir werden es rausfinden. Kann er hier durch? Nee. Was? Hola. Wo hätte ich jetzt hier noch mehr abrunden können? Kielo. Maximal für die Höhe. Wir machen mal komplett leer nochmal. Vielleicht gibt es irgendwie hinten auch wieder so einen Stock zu finden. Naja, weiter geht nicht. Splish, splash. Ah ja, da haben wir ihn. Oh, fuck. Obwohl, ich kann immer noch wieder connecten. Wieder voll hier. Reicht noch nicht. Ich komme hier gar nicht rüber im Stock. Kann ich das jetzt auch machen? Connecten. So. Und noch ein bisschen voller. Nice.
Und wieder voll. Ima. Olay. So, auf da. Ich schaff's alleine. Nice. Und wieder ein paar komische Dinger zum Langziehen. Boink. Ich weiß nicht, ob die damit killen. Gucken aber nur fröhlich. Ziehen ihnen einfach die Augen ab. Wir hatten bis jetzt noch keinen Endboss. Ich freue mich, ob es sowas wie Endbosse gibt. Die bisherigen Gegner waren eher immer nur so ein bisschen Logik-Puzzle, nenne ich jetzt mal ganz. Logik-Puzzle auch dumm gesagt, aber das richtige Pattern finden. A trace from the past. Here we go. Jetzt wissen wir, wie wir hier angekommen sind. Cool. Sind wir jetzt in dem Teil unterwegs? Erst einmal, geht's hier noch weiter nach rechts? Nope. Schwing. Und so. Und so. Lego. Instant nach links gehen. Hinterher gehen wir. Spielen noch dieselbe Melodie wie die komischen War of the Worlds Dudes, die uns die ganze Zeit triezen. Sag ich jetzt einfach mal. Nee, nach rechts. Hui. Sehr gut. Oha. Oh, hi. Skelett Homie. Ich gehe davon aus, dass du das irgendwie ausmachen kannst. Okay, ist einfach nur ein Knopf. Game Mechanic erklärt. Gib mir mehr Knöpfe. Und vor allen Dingen, gib mir den Secret Shrine. Dann so. Coole Optik. Das ist dasselbe Symbol wie das Schiff. Ist das
the mall? Let's go to the mall. Die Secret Shrines. Eine Schaukel und ein Schaukelpferd. Ich prefer die Schaukel. Jedes Mal, wenn unsere Protagonistin hier den Namen ihrer Schwester einfach so random irgendwo auf dem Planeten in die Welt ruft, wirkt sie noch ein kleines Stückchen dümmer. sie hat gesehen, wie sie von den Dudes entführt wurde, in einen Käfig gesperrt und abtransportiert. Warum sollte in dieser Ruine, so sollte sie einfach in dieser Ruine sein? Lass einfach nach ihr brüllen. Daran merken wir, dass sie auch von den Menschen abstammt. Das ist der zweite Beweis. Nicht nur, dass sie wie einer aussieht, sondern dass sie auch wie einer verhält. Ja, quietschig. Aha. Ich höre böses Getier. Oh, irr, so einer wieder. Das ist dieser, die lichtempfindlichen Pisser. Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Gut, der. Oh, hi. Kriegen wir dich geburzelt? Ah ja, I know. Oh fuck, nicht ganz gut. Nicht ganz richtig getimt. Oh fuck, der sieht uns ja gleich. Er hat mir einen mitgegeben und das war das letzte, was er getan hat. Ich dachte jetzt nicht, dass er so ein Instant mitbekommt. Dann warten wir, bis er zurückgeächtzt ist. Eine sapschige Angelegenheit. Geld brutzelt. So. Shrine hinter dem? nein. Mich, ab welchem Moment man es nicht mehr Gamer Sense nennen kann, wenn ich einfach jede Ecke abchecke. Insbesondere die, wo es nach links geht. Achso, da oben können wir so ein Ding runterwerfen. Warum macht er noch so sapschige Geräusche? Er ist schon tot. Quitschig und quatschig. Das riecht so dermaßen nach Schreien. Nee, komm mit. Oh shit, was ist das für ein Dome hier? Ist das Earth? Ist das Earth? Das ist das Schiff von Earth. Das war ziemlich cool. Insbesondere mit der Musik. Eigentlich total simpel, aber nice Vibes. Dieser Raum ist so krass prädestiniert für ein Shrine, aber es ist ein 2D-Spiel. Wir können hier nicht in die Tiefe gehen. So, hier, das Spiel eigentlich ein bisschen sogar zu den Terra Nil passt, was wir noch nicht gespielt haben.
rein vom Vibe her. Gefällt mir. Zack. Lass dich fallen, bitte. Das da rechts sieht schon so aus, als wäre es der Schrein, aber selbstverständlich gucken wir erstmal links. Es ist nicht der Schrein. Ruhe. Das ist der normale Weg. Alter, wenn der Schrein jetzt da oben war, ne? wir kommen aber auch nicht mehr hoch, hat sich erledigt. Oh, fuck. Nee, wir müssen jetzt einmal den Checkpoint neu laden. Wollte gerade schon sagen, okay, jetzt sind wir schon unten. Redemption Arc für die Gamer Senses. Kann ich hier klettern? Weird, dass man hier hin kann. Ich wollte sagen, Redemption Arc für die Gamer Senses, aber das hat sich dann einfach wieder erledigt, weil es einfach der normale Weg war. Schieben wir das hier rein. Wir sollten erstmal gucken, was der Knopf macht. Ritzbratz. Betreiben wir damit die Turbine da wieder. Was ist das hier noch? Kann man das bedienen? Da auch ein Knopf. Müssen wir gleichzeitig drücken. I see. Dann Ritzbratz und Ritzbratz. Nee, nevermind, warte. Jetzt haben wir nur eine Treppe gebaut. Keine Treppe gebaut, die Brücke aufgebaut. Mit dem Britzbratz machen wir Strom, damit die Brücke aufgeht. Aber wir sind auf der falschen Seite. Wir testen jetzt einfach, aber ich gehe davon aus, dass ich draufgehe, wenn ich in dieses Wasser reingehe. Ja. Okay. So einfach der Vollständigkeit halber die einfachsten Sachen einmal durchtesten. Vielleicht kriege ich ihn ja auch nicht rübergeschoben. Kann ich diesen Knopf überhaupt selber drücken? Ja. Kommst du da rüber gejumpt? Good job. Brain Capacity nicht vorhanden. Okay, wir fahren die Dinger da rein. Machen sie Strom, machen die Brücke. Wir sind aber auf der falschen Seite der Brücke. Und wir kriegen ihn hier nicht rüber, weil Wasser.
Okay, sag mir, wie du das machst. Okay. Nice effort. Wenn ich bei der rausziehe und Strom anmache, blüht dann einfach die Welt. Ich meine, das ist das Setup, wie es von Anfang an ist, wenn man in den Raum reinkommt. Das wäre überaus weird, wenn das direkt die Lösung, der Lösungsweg wäre. Wir testen einfach nur, was passiert, wenn man das macht. Okay, dann brutzelt das Ding. Okay, ah, das Wasser ist einfach nur der, das Leitmittel, damit da drüben der Strom ankommt. Nicht festhalten. Warte. So. Kann ich ihn auf diesem Teil, das Teil draufsetzen? Nee. Theoretisch bei seiner fucking Sprungkraft müsste er eigentlich den Weg hier rüber schaffen können. Werde wieder hoch und denkt sich, ja geil, mach ich. Bin ich eigentlich hintot? Ich kann die doch... Oh mein Gott. Ich kann ihn einfach mit der Brücke jetzt rüberholen. Ah, oh mein Gott. Ja, wahrscheinlich kann er hinten rumlaufen und dann den Knopf da bedienen. Wie kriege ich den nur rüber, wenn es bloß sowas geben würde wie eine Brücke? Eieiei. So. Mal an hier die Scheiße. Was? Guck mal auf Verdacht, aber schon mal so. Kann er nicht. Aber darüber kannst du jetzt. Wie? Nee. Pass auf. Achso, no. Ja, okay. Tamaki. Jesus fucking Christ. Wie komme ich auf die Brücke? Das Wasser ist ja unter Strom. Eieiei. Jesus. Willkommen bei Zero Gehirn mit Shuni. Eieiei. Wie lange ist es her, dass ich sie getrashtalkt habe, dass sie immer dümmer wirkt? Haha. Wenn ich den Knopf anmache, kann ich ihn auch wieder ausmachen. Eieiei. Ich möchte wetten, ich war jetzt derjenige, der das wirklich am längsten gebraucht hat, bei allen Leuten, die dieses Spiel jemals gespielt haben. Eieiei. Damn, Alter.
Jumpcraft ist immer wieder beeindruckend. Hier ist aber ein Schrein. Nevermind. Ist da oben der Schrein? Wo geht denn er hin? Hör mal rein. Man kann ihn wieder hoch. Warum ist er schon losmarschiert? Okay, geht nicht. Wir haben hundertprozentig den Schrein schon verpasst. Sir. Was hat er hier geschoben? Ist das ein Roboter oder ein Mensch? Ein Roboter, oder? Oh, hi. Damn. Kann man nicht interagieren damit? Fuck, in welchem Film war das? Hieß der Mother? Da war das ja so ähnlich, dass quasi ein Roboter das Kind großgezogen hat auf dem... Das war, glaube ich, einfach nur ein fremder Planet. War es ein Raumschiff? Coole Idee. Also, was heißt coole Idee? Das ist jetzt keine unique Idee für dieses Spiel, aber cool umgesetzt. Hör mal. Zico-Schrein. Wo auch immer du bist. Warum flüstert sie? Warte, kann ich da hoch? Nee. Hi. Da unten noch? Hi. Sind wir jetzt unabhängig von unserem Homie und können einfach so Leute antatschen? Testen wir jetzt direkt mal mit dem... Oh nein, Tür ist zu. Oh. Kurz mit dem Dude probieren, der da gelegen hat und das Baby-Skelett gehalten hat. Vielleicht auch eher einen Schock, der jetzt auch aufzuwecken. Hey, guck nicht nach unten. Rettungskapseln. Thank you.
Also links können wir interagieren. Das ist wahrscheinlich jetzt das, was wir jetzt machen müssen mit unserem Armband. Dann gehen wir jetzt einfach mal straight hin. Oh Gott! Hier links war gerade noch was zu sehen. Ganz links am Bildschirmrand. Passiert das gleich nochmal? Okay, ist einfach nur Ausgang. Also nicht mal Ausgang, einfach nur Außenwelt. Was haben wir jetzt aktiviert? Ah! Super plump, was ich hier mache, I know, aber ich werde auch nur gucken, was man hier, wie man hier interagiert und ob es irgendwo noch Secrets gibt. Wenn man die Kamera schon so frei zur Verfügung hat. Okay, als erstes müssen wir wohl diesen Knopf da drücken. Bleib oben. Fällt runter. Kannst du damit hintergehen? Nee. Ah! Ja. Ich muss das Ding ganz nach oben fahren. Und in der Zeit, in der er so runterfällt, schnell rüberlaufen und dann das als Plattform nutzen. Hiermit. Huh? Was hat das jetzt gebracht, dass ich das hier zugemacht habe? Ich habe da oben den Strom ausgeschaltet, dass das zerbissen werden kann von unserem Homie. Dann müssen wir ihn da hinfahren mit dem Teil. Doch. Warum jetzt nicht durch? Okay. Tamaki. Zack. Muss ich erstmal Strom wieder anmachen wahrscheinlich, damit ich das Ding überhaupt fahren kann. Und dann muss ich ihn ganz nach oben fahren. Und darüber. Dann hier rüber springen und so schnell wie möglich Strom ausmachen, damit er das Ding auch kaputt beißen kann. Ich wollte gerade L5 drücken. Desperados-mäßig.
Kialo. Nice. Ich habe jetzt die Tür aufgegangen, ne? Können wir das Ding wieder in die Mitte fahren? Welchen Anspruch haben diese beiden Plattformen da unten noch? Okay, darauf kann man anscheinend nicht laufen. Bin ich das Teil da lang gefahren? Okay, dann ungefähr hier. Wartezeit.